Habt ihr schon gesehen? Kennt jemand von euch Tai Chi? Es gibt ja Slalom-Ski, Abfahrt-Ski, Super-Chi. Tai Chi ist aber Leute, die thailändischen Ski-Nazi. Wie ihr seht, das können wir auch. Darum Tai Chi, das ist der bekannteste Tai Chi-Fahrer. Vielleicht kennt ihr jemand. Das ist Chai Ti. Also, das wird hier stellen. Ich ist in meine Stärke, aber einmal entstehen. Wir machen in der Welttournee, dort das ganze Emmital in 50 Jahren ist da wieder. Da kann ich gar nicht dafür. In 50 Jahren bin ich ein Star. Darum muss ich jetzt anfangen rocken, dass in den 50 Jahren die schönsten Rössli stümpen, mit tausend Kann zünden. In 50 Jahren ist so weit. Da kann ich gar nicht dafür. In 50 Jahren bin ich ein Star. Wir wohnen hier im Muttertal, in der Ferien gehe ich auf die Schweiz. Essen tue ich den Zug und meine Villa, die ist zu Menzenau in 50 Jahren. Da habe ich gar nichts dafür. In 50 Jahren bin ich ein Star. Ich hole für dich alle Banken und alle Bäckereien. Ich habe nicht drunter Zweifel und Zwängli. In 50 Jahren ist es so weit. Da kann ich gar nicht dafür. In 50 Jahren bin ich ein Star. Und wenn ich das dann gar nicht will, dann höre ich einfach einen Tag früher auf. Sonst bin ich der graue Star. In 50 Jahren bin ich ein Star. Ich bedanke mich vielmals, dass ich spielen möchte für euch. Merci vielmals. Und so. Weil wir kann man engagieren. Ich bin zum Beispiel außerhalb des Kantons Bern. Ich spiele auch 120. Geburtstag. Habe ich auch schon gespielt. Also 60. Ich bin jetzt nicht der 60. Geburtstag. Also einfach das schon vormerken. So nochmal. Also ich bin auch Rössniger. Ich bin manchmal engagiert. Kürzlich war jemand ein Fest eingeladen, wo sie gar nicht herren wollen. Sie hat mir mitgenommen, ich habe das Fest habe ich aufgelöst. Das kann man machen. Ich bin ja die Waldlose rausschmeissen. Ja. Also, ja. Und jetzt das letzte Lied, und merci vielmals für das Kommen. Merci vielmals für das Hören. Und so. Das ist Abschiedslied.
Das Lied kann nichts dafür, ist schon so geboren, hat zum Morgen nie mehr gehabt, als nichts und so kein Trüppel. Das Lied ist nicht einmal lustig, es ist nicht einmal schön, und es ist nicht einmal traurig, auch wenn es himmeltraurig tönt. Aber irgendwann wär's ja ein Abschiedslied, und irgendwann ist ja ein Abschiedslied. Vielleicht wär's die Frau in Bedingung das Beste, wär's hier schon fertig wär. Aber es geht noch weiter. Irgendwann ist ja ein Abschiedslied. Und irgendwann ist ja ein Abschiedslied. Die einen tönen zu lang und die anderen tönen zu kurz. Meine Hände spielen unbekannte Sachen, die gar nicht passen, die niemand kennt. Dann gehört bin ich mal kurz, sie aber auch schon ein bisschen müde. Aber irgendwann wär ich an ein Abschiedslied. Und irgendwann ist ja ein Abschiedslied. Das Lied würde ich vielleicht gescheiter gar nicht singen. Mit dem werde ich etwas von nichts bringen. Und ich liess ins Textblatt besser, was ist. Nämlich im Schaubladli vom Kochitisch. Aber irgendwann wär ich an ein Abschiedslied. Und jetzt verabschieden wir von dem Abschiedslied. Und vielleicht geht es dann wirklich nicht mehr weiter. Aber nur vielleicht wie die meisten wissen, Melis Katsch spielt noch zwei Stunden. Das hätte nicht können wissen, dann müssen wir jetzt durch. Wir wollen ja nicht von vorne anfangen. Ja, also, wir haben noch Sponsoren. Nein, Sponsoren habe ich nicht, aber ich kann noch einen Veloservice anbieten. Ich habe Velopumpe da. Speichen. Engländer. Ah, das war so. Ein Spray. Das ist auf dem Velo, aber man kann es auch als Vertar brauchen. Das wirkt recht gut. Oder zum Beispiel die Frisur machen auf dem T-Shirt, das könnten wir jetzt schnell machen. Dann kann ich noch. Ja. Ich habe noch zwei Lieder, zum Beispiel noch etwas Globales. Heutzutage muss man auch global teichen. Alright. I have one song in English. Maybe if you think that I have an accent. This is not the truth. The truth is that I speak special English style. Because my English teacher is Mr. Klötzli. He lives in Konofingen, Niederrhein-Nettingen. And if you want to learn this special style, you have to hurry up. Because Mr. Klötzli is near the pensionation. All right. I don't know if it's good song, but it's English song. 1, 2, 3, 4. Randy loves Mandy because she has a handy, yeah, handy. Randy loves Mandy because she has a handy, yeah, handy. Oh, how are they lucky together, and oh, how are they happy together? Sure you think that it happens forever, and sure you think that it happens forever, but
in a dark, dark night. Granny fall in love with the handy, dear handy. In this dark, dark night, Granny make love with the handy, dear handy. As Mandy say, Shandy. Oh, this story's so sad, and the singer is so bad. Sure it will be the best that my voice forever rest. Yeah.